Lasagne mit Hackfleischbackofen auf 200 Grad vorheizen. Die Soße Bolognese zubereiten. Für die Bechamelsoße die Butter schmelzen, das Mehl unterrühren und gelb schwitzen. Unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen nach und nach Milch und Brühe dazugeben. Die Soße unterrühren circa 5 Minuten köcheln lassen, bis sie dickflüssig wird. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmieren bekanntes Zeichen gehen. Ein Viertel von der Bechamelsoße in eine Auflaufform geben, eine Schicht Lasagneplatten darauf verteilen. Ein Drittel von der Soße Bolognese darauf verstreichen und mit einem Drittel Parmesan bestreuen. Mit Lasagneplatten bedecken und mit Bechamelsoße bestreichen, darauf wieder Soße Bolognese und Parmesan verteilen. Diesen Vorgang nochmals wiedero unbekanntes Zeichen legen. Zum Schluss oben auf die Lasagneplatten legen und mit der restlichen Bechamelsoße bestreichen. Die Lasagne mit dem Gerieber unbekanntes Zeichen nähen Emmentaler bestreuen. Im vorgeheizten Backofen ca. 35 Minuten goldbraun backen. Zutaten für 4 Personen, Soße Bolognese, S14, 40 Gramm Biobutter, 30 Gramm Mühlengold Qualitätsweizenmehl, 250 ml Milfina frische Vollmilch, 250 ml Le Gusto klare Rinderbrühe, Jodsalz, Le Gusto Pfeffer, schwarz gemahlen frisch geriebene Muskatnuss, ca. 250 Gramm Lasagneplatten, 100 Gramm frisch geriebener Cucina Originale Italiana. Parmigiano Reggiano. Bolognese, das Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Möhre und Stadensellerie schälen bzw. waschen, putzen und in feine Würfel schneiden. Den Speck ebenfalls fein würfeln und alles im Öl anbraten. Das Hackfleisch hinzufügen, mit einer Gabel zerdrücken und krümelig braten. Den Rotwein angießen und die passierten Tomaten unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen und aufkochen lassen. Den Herd herunterschalten und die Soße bei geringer Hitze 30 Minuten leicht köcheln lassen. Eventuell etwas Brühe dazugeben. Die Spaghetti in Salzwasser bis fest kochen, abgießen und in eine Schüssel geben. Sollte die Soße zu dickflüssig sein, nochmal etwas Brühe oder Spaghetti-Kochwasser dazu unbekanntes Zeichen geben. Die Bolognese-Soße zum Schluss kräftig mit Salz, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer abschmieren, unbekanntes Zeichen gehen und zu den Spaghetti servieren. UTAFE Axon Graf Ohnen, 2 L Kentin L Olivenöl Nativ Extra, einer Zwiebel, einer Möhre, einer Stange Stadensellerie, 250 Gramm geräucherter Bauchspeck, 400 Gramm Biohackfleisch gemischt, 200 ml Giacondi Nero d'Avola Merlot IGT, 350 Gramm Gartenkrone. Tomaten passiert, Jodsalz, Le Gusto Pfeffer, schwarz gemahlen, eventuell etwas Le Gusto klare Gemüsebrühe, 500 Gramm Bio-Spaghetti, ein Prise Cayenne Pfeffer. Anberginnen Paprika, den Backofen auf 225 Grad vorheizen. Die Anberginnen waschen, die Stiele entfernen und in Würfel schneiden. Mit Salz bestreuen und auf einem Sieb einer Stunde Wasser ziehen lassen, abspülen und trocken tupfen. Die Paprika war unbekanntes Zeichen schälen, putzen und halbieren. Die Paprika-Hälften auf einem Backblech backen, bis die Haut Blasen wirft. Herausnehmen und die Haut abziehen, anschließend in Würfel schneiden. Die Tomaten mit heißem Wasser übergießen, häuten, entkehr unbekanntes Zeichen nähen und ebenfalls würfeln. Die Knoblauchzehen schälen und durchpressen, Basilikum waschen, trocken schleudern und klein hacken. Die Oliven halbieren. Die Anberginnen Würfel in dem Olivenöl zusammen mit dem Knoblauch scharf anbraten. Basilikum und Tomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 15 Minuten bei geringer Hitze kochen lassen. Anschließend Paprika würfeln und die halbierten Oliven in die Soße geben und kurz mit köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Penne bis fest garen. Die Soße nochmals abschmecken und unter die Paste heben. Jeden, 2 Anberginnen Jodsalz, 2 gelbe Paprikaschoten, 500 Gramm Tomaten, 2 Knoblauchzehen, oder 2 TL Gartenkrone Knoblauch, TK, 1/2 bunt frisches Basilikum, 50 Gramm Gartenkrone schwarze Holly Blanca Oliven, 4 EL Kentin L Olivenöl Nativ Extra Le Gusto Pfeffer schwarz gemahlen, 500 Gramm Biopenne.
Parmesan seine Soße die Bandnudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung bis fest garen. In der Zwischenzeit die Butter in einem kleinen Topf zerlassen, die Sahne dazu gießen und auf nicht unbekanntes Zeichen Riegerstufe etwas einkochen lassen, bis die Soße eine sämige Konsistenz hat. 150g Parmesan hin unbekanntes Zeichen zufügen und in der Soße schmelzen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Bandnudeln abgießen, abtropfen lassen und gut mit der Soße mischen, bis diese an den Nudeln half unbekanntes Zeichen zieht. Auf Tellern anrichten und den restlichen Parmesan darüber streuen. Zutaten für 4 Personen: 500g Bandnudeln, Jodsalz, 50g Milfina, deutsche Markenbutter, 250g Milfina, Schlagsahne. 200g frisch geriebener Cucina Originale Italiana Parmigiano Reggiano Le Gusto, Pfeffer weiß gemahlen.